Hallihallo, Lüche, meine Freunde, und herzlich willkommen zur Folge Nummer 39. Kilometer 10.160 und wir sind auf dem Weg nach Linz. Mit dabei ist wieder Onkel Bantam. Moin. Und der Manni, ganz hinten, fahrt er mit und pass auf, dass wir ja keine Scheiße bauen davon. Moin. Ja, morgen. Was ist morgen? Morgen ist Samstag. So, weiter geht's. So, wir sind ja jetzt in Amsterdam oder kurz vor Amsterdam. Und hoffen, dass wir, also noch jetzt sind es 1000 Kilometer, müssten wir aber schaffen. So. Also John, die richtige Seite jetzt nehmen, ne? Ja, ja, jetzt kenne ich mich ja wieder aus. Ja, der Onkel fährt ja vor. Richtig. Wenn wir auf Fisi gewesen wären, hätten wir gesagt, John, fahr vorne, baut. Soll ich was sagen? Ich hätte das sogar geglaubt, gell? Ach, herrlich. Wieder anständig fahren. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich stehe, wenn man hinter den Renault herfährt. Schieben doch an. Geht nicht, ich fahr ja durch. Ist ja keine Kollision an. Bis ich stehe. Fahren wir mal auf die Autobahn. Ups! Hat der jetzt an Deck gehabt? Jetzt weiß ich auch, warum Ice Baby immer hinten fährt. Da kann man alles schön vorne mitnehmen. Ja, erstens das und zweitens, man sieht nicht, wenn der hinten irgendwie Scheiße baut. Jo. Meinst du jetzt mit dem Leck, hast du da gerade mich gemeint oder was? Ja, ja, du hast voll einen Leck gehabt. Bist voll, also Standbild. War schon vor mir gestanden. Ja, aber das kommt, nichts von mir gekriegt. Das kommt vor, mein Gott. Unter der Brücke drunter durch. Aber nicht, ich will über die Brücke. Geht nicht. Den Flieg über die Brücke. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Alter! Verdammt! Unfall. Shit! Scheiße. Warum machst du das? Ich weiß nicht. Ich habe verkehrte Taste gedrückt beim Gas geben. Das heißt, ich habe die 1 gedrückt und dann die Q gedrückt und dann dreht er sich. Vom Ding. So, jetzt habe ich Motorfehlfunktion, ihr habt über 30%. Wow. Das heißt, wir müssen die nächste Stadt anfahren. Wir fahren den gleich nach Amsterdam rein, was jetzt? Genau, ja, super. Mann, da hat's mir jetzt voll der Puls und das heißt. Ach, toll! Ja, als nur Schwachkaffee. Ja, ich brauch grad reden, ich bin auch hängen geblieben. Ach, komm, Alter, aber sowas habe ich schon lange gemacht. Ich bin dann gespannt, wie viel das von meinen 250.000 noch übrig bleiben. Ich habe nämlich jetzt insgesamt 34% Schaden an der Maschine und 6% an der Fracht. Alter Scheiße. Wow. Ja. So, wo bist du? Ah, du stehst da vorne. Okay, gut. Aber Amsterdam wird's lecken, schätze ich mal, oder? Ja. Dann fahren wir weiter. Fahren wir weiter und die nächste Stadt dann. Wo es ein bisschen ruhiger ist. Weil das Lecken im Video ist immer blöd. Ah, Motorfehlfunktion, alter Scheiße. Also was mehr Abstand zu dir. Ja, ich fahr vorne 60. Okay, 50 sind nur erlaubt, aber okay. Ja, 60 passt schon. Wenn die uns blitzen, blitzen sie uns. Jetzt kommt ein Blitzer. Hier ist es gerappelt voll, ne? Und der Onkel steht schon wieder. Ah, Onkel ist raus. Rechts ran. Ran. Du bist offline, gell? Onkel. Bist du noch da? Ich bin offline. Ich bin erstmal stehen geblieben. Ja, ja, ist klar. Ich stehe auf dem Seitenstreifen.
Na toll, der ist auch einig. Jojo, da kommt direkt noch einer. Caps Lock Star nennt er sich. Also Großschreiber. Jo. Und kommst du da rein? Ich bin dabei. Schauen wir, wie viel sind da. Obwohl, so viel ist gar nicht los. Ich glaube, ich fahr doch. Pass auf, bis du wieder da bist. Ich fahr doch schnell Werkstatt. Also, ich müsste wieder da sein. Sehen tut man durch dich noch nicht. Wo seid ihr ungefähr? Ich fahr jetzt zur Werkstatt. Wir treffen uns an der Werkstatt. Ja. Ein Stückchen weiter bin ich auf der Autobahn. Achso, ja. Ja gut, dann komme ich zurück. Ich sehe dich. Ich fahre jetzt so. Aus der Werkstatt. Kommen wir den Idioten an die Floren. John, ein Stückchen weiter ist eine Tankstelle. Da wollen wir uns da treffen? Da ja. Kommen wir vielleicht aus den Lecks raus hier. Ja. Ja, ich merk's gerade, es leckt gerade volle Möhre, aber ich muss reparieren. Oh Mann, da steht ja wieder jede Menge rum. Sollen wir sehen, beim Rausfahren bleiben wir gleich wieder hängen. So, dann schauen wir mal. Was schätzt ihr? Ja, so an die 40. 33.000. Oh. Das geht noch. Noch habe ich 223.000. Boah, hier an der Tankstelle leckt das auch fürchterlich. Boah, mein lieber Mann, ist hier was los. Sind auch viele, oder was? Nein. Also hier steht auch eine Riesenfirma mit 5-6 Fahrzeugen. Also ich stelle mich ganz hinten in äußerste Ecke von der Tankstelle. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ja, und ich bin schon wieder auf dem Weg raus aus Amsterdam. Ich hab Vorfahrt, Idiot! Mann! Ah, das. Die, seitdem, dass die wissen, dass noch Kollision fahren, die einfach kreuz und quer, scheißegal. Ja. Ja, wie du letztens in dem Video schon gesagt hast, ich warte auch nur auf den Tag, wo sie es abschalten. Ja. Dann mache ich auch erstmal 2-3 Tage Pause. Bis sich das wieder eingespielt hat. Ja. Wenn sie es überhaupt nicht abschalten. Also so wie ich gehört habe, soll es ja zum Patch 1. Oh, du bist in der Liste. Ja, ich bin ja gleich da. Wenn der neue, wenn das neue Update rauskommt, dass denn die wie früher war. Ein Free Room und dann einen normalen Raum. Ja, das ist cool. Der normale Raum ist für mich wichtiger. So. Wo ist der? Ah, da hinten. Ah, war klar, Mann, jetzt tut er seine Disco-Leuchten an. Wisse, hätte ich ihn nicht angehabt, hätte uns nicht gefunden. Doch, weil ich keine Namen lesen, weißt. So, dann kann's weitergehen. Ja, Mongelchen, gib Gummi. So, Manni, komm. Oder wie sagt Kerry immer? Komm, Mammut. Mein Lieblingsmammut. Naja, Manni, das mürrische Mammut. So, dann haben wir 1000 Kilometer vor uns. Wenn das John aber sitzt, wenn wir Ice Age mal so ein bisschen auch hochrechnen. Wie Ice Age hochrechnen? Manni, das mürrische Mammut. Naja. Und du bist jetzt sitzt.
Nein, das hätte mir bestimmt, die bin auf den Kopf gefallen. Ich bin ab und zu mal ein bisschen bissig. Ich glaube, ich bin dann eher der, wie heißt der Tiger, der Säbelzahntiger? Träum mal weiter. Ach, der Typ, der Angst vor Wasser hat. Ach so. Scheiße, nee, der bin ich doch nicht. Irrer von hinten. Ach du Scheiße, ja, ich seh's. Und ein Lecker von hinten. Igor Guilherme, ich grüße dich. Ich hoffe, dass die meine Videos sehen und dann sehen wir, wie bescheuert sie überhaupt fahren. Wir müssen ohne dann Schell. Rechts runter. Jo! Ah, yeah! Alles ja! Eine Ausfahrt. Du musst ja runter? Ja. Und weg ist er. Und der andere steht mitten in der Ausfahrt, muss man mal einmal durchschimmern. Ja, geil! Den hat's geschmissen. Ich hoffe, du bleibst da. Aha, es kommt davon. So, jetzt müssen wir dir hinterher. Das heißt, mein Navi hat es noch nicht aktualisiert. Heute auch noch nicht. Also, bitte nicht so viel Abstand. Aber ich fahre ja eh bloß mit 80, dann passt das schon. Aber es ist cool, es war eine Strecke, wo ich nicht... Ah, jetzt hat es aktualisiert, okay, cool. Meins auch. Aha. Ja, den hat's voll geschmissen. Und das ist immer cool, wenn sowas in die Aufnahme vorkommt. Jo. Ich hoffe, dass die alle mal die Aufnahmen sehen und dann sehen, wie bescheuert, dass es nicht passieren hätte müssen, wenn der vernünftig gefahren wäre. Genau. Jo. Ich könnte jetzt auch sagen, komm, wir lass uns jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzer rausmachen. Gut, ich hab mir raus. Aber das bringt ja nichts. Ja, so ist das. Da hat er Schildkröte gemacht. Ja. Jetzt weiß ich übrigens, wie dieser Säbelzahntiger hieß. Wie? Diego. Der Diego, genau, der Diego. Der Angst vor Wasser hat. Nein, und der Fuchs hat einen buschigen Schwanz, aber stinkt ab und zu mal so. Nein, der bin ich nicht. Der bin ich doch nicht. Ja, ich weiß, der war hier bei. Entschuldigung. Dann bin ich lieber Calimero. Calimero mit Sabay. Nicht, dass gesperrt wird. Ja, das ich fahr mal kurz. Nee, fahr nicht durch die Tankstelle. Oder. Ach mein Gott, da gibt es ja so viel. Captain Future habe ich auch immer gern angeschaut. Denk an die Mülltonnen, wenn du über den Parkplatz fährst, Björn. Ich fahr da nicht hin. Da, die steht sogar wieder. Wenn du dazu nicht vor mir warst. Warum bist du gefahren oder was? Nein, da ist schon ein Fall, was? Nee. Na doch, jetzt schreibe ich wahrscheinlich großer Konvoi am Samstag. Weitere Infos unter www.worldtruckers.de. 14 Uhr München am Hotel. Gut. Sind wir da. Wenn ich Bock hab. Steht bloß nicht dran, welchen Samstag und welches Jahr. Hey, da müssten wir jetzt meinen YouTube-Kanal. Warte mal, fahr mal rechts ran. Haha. Nicht vergessen, 1 Million Kilometer Videos jeden Tag frisch für einen guten Zweck auf. Das, wenn der die Werbung macht, dann ich auch. Also müssen wir Bescheid, Samstag nicht auf den Server gehen.
So, weiter geht's. Hey, wenn die das schreiben, kann die das auch. Hallo? Ja, ja. Immer diese Schleichwerbung. Das hat nichts mit Schleichwerbung zu tun. Hey, je mehr Zuschauer, desto mehr Geld. Und niemand muss was zahlen, außer gucken. Das ist das Richtige. Ja. Woanders müssen sie zahlen. Ja. Oder stehst du an der Kasse und sagst, bitte aufholen. Ja, bitte aufrunden. Oder stimmt schon. Oder guck dich die Kassiererin an, was willst du? Ja, so die wäre. Naja. Obwohl ich die Aktion ja eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Ja, finde ich auch cool. Auch die Werbung dazu, wie der eine schon sagte, wenn jeder das macht und jedes Mal nur ein Cent ist, was da für Geldbeträge zusammenkommen. Ja, ich finde das cool von dem, ganz kurz nochmal zu dem Drachenglaue, das Video. Manni, hast du das Video auch gesehen? Ja. Der hat ja wirklich, also ich glaube, das ist nicht nur Schleichwerbung für mich, das ist ja... Also erstmal danke für das Video, wirklich cool, also der hat es gut erklärt. Gut, ja. Manche Sachen muss ich ihm nochmal sagen, dass es doch ein bisschen anders ist. Aber es ist der Erste, der was wirklich das so macht, wie wir besprochen, weißt du, nicht so einfach die Sache für sich verkauft oder von sich verkauft, sondern wirklich der mit mir da zusammen das machen will. Und vielleicht ist er mal dabei bei ein, zwei Aufnahmen, wäre ja cool. Ja. Ja, vor allem eine geile Idee, wenn er so auf dich zukommt und sagt, pass auf, wir machen das zusammen. Genau. Ja, der hatte ja zuerst eine andere Idee, aber da habe ich gesagt, nö, bla, na, so passt es nicht rein. Und dann ist er mit der gekommen und hat gesagt, okay, hört sich gut an, mach mal. Weil es muss schon irgendwie zusammenpassen, weißt? Einer war da und hat sich gemeldet, du pass auf, ich will da mitmachen, aber ich spiele dann Counter-Strike und pro Headshot, was ich mache, zahle die 10 Cent. Dann sage ich, sorry, das geht hier um Krebs, kranke Kinder, also sprich, wir spenden, um Leben zu erhalten und du willst in einem Spiel jemanden killen, sorry, passt nicht. Nee, das passt überhaupt nicht. Da kannst du für Bundeswehr spenden gehen, damit die mal endlich richtige, komplett ganze Maschinen kriegen. Ja, genau. Da kannst du... Schreib doch mal Madame van der Leyen an. Ja, genau. So mach ihr den Vorschlag. Ich kill für das Überleben der deutschen Soldaten oder so. Ja, vielleicht kommt dann die Transalp. Ja, da kommt schon wieder einer. So, schick in Jirin. Nee, also das muss dann schon zusammenpassen. Aber ich find's cool. Und der hat zwar wenig Abonnenten, aber ich find's geil. Und echt genial, echt super. Ja. Und ihr werdet auch ab und zu mal Videos von ihm posten, werdet das verfolgen und einfach mal schauen, was da rauskommt. Auch sein Strafkatalog finde ich total genial. Ja, der ist ein bisschen strenger wie meiner. Jo, aber richtig. Aber ja gut, aber man muss das so sehen, bei mir geht's halt, weißt du, jetzt sagt man, oh toll, jedes Video 100, 200 Aufrufe. Man muss es aber auf die Masse sehen, auf die Jahre hinweg. Es kommen genau. Immer wieder neue dazu. Beispiel, es hat jetzt mit. Längst unter der Brücke drunter durch. Es haben wieder zwei angefangen, die sind gerade bei Video 14 oder was. Aha. Die haben vor ein paar Tagen angefangen, das zu schauen. Und die schreiben auch immer Kommentare oder Mails oder so. Und ich muss schon sagen, also es kommen ja immer Leute dazu. Also man über die Jahre hinweg kommt da echt ein guter Batzen zusammen. Ja. Also mein Ziel ist halt, dass es mindestens ein Tausender wird. Aber wenn man Wachstum mit reinrechnet, das was ja viele nicht tun, weil viele sagen ja nur, ja toll, kannst du gleich 100 Euro nehmen und spenden. Das ist Schwachsinn. Es ist doch so Schwachsinn. Man muss das über die Jahre sehen, den Wachstum hinzurechnen, was man hat bei so einem Projekt und. Und dann kommt man ganz schnell auf eine ganz große Summe. Ey. Und da schaut er den an. Und dann, was? Und durch mich durch. Du Mobby. Mobby, du bist ein Mobber. Du Mobbele, du. Ein Mobberle. Und deswegen hat er so viel Platz gebraucht, weil er Mobberle ist. Eieiei. Er schmeißt die weg und weiß nicht mehr echt. Manni, bist du da? Ja. Bist du da? Gut. Beobachte euch von hinten. So, der nächste Parkplatz, was kommt raus, bitte? Da müssen wir nämlich Aufnahme beenden. Haha, keiner von euch weiß, was für eine Brücke das ist. Das ist eine Brücke. Das kann ja nur in der Nähe von Köln sein. Ja, ich kenne so ja den Namen. Wie heißt sie? Bodenkirchener. Echt? Ja.
Toll. Und deshalb will ich jetzt irgendwie. Was war's? Die schickt mir nach Pisa zu Pisa-Studie machen. Dann kommen wir vielleicht mal mit dem 5er raus, anstatt mit dem 6er, ja? Es kommt aber in nächster Zeit kein Parkplatz. Was machen wir nur? Hier rechts ran oder was? Nee, dann fahren wir noch ein paar Minuten. Was heißt nächste Zeit? Also wir fahren gleich die Autobahn ab und dann müssen wir über die Landstraße und da ist nichts zu sehen am Parkplatz. Okay, dann bevor wir runterfahren, fahren wir dann noch mal kurz. Fahren wir die Böschung hoch. Ja, dann ist es ja so. Also, wir sind jetzt im Kreis Köln. Das heißt, die haben eine Riesenbrücke. Wie heißt die? Rodenkirchener Brücke. Aber die konnten sich dann keine Tanke, Parkplatz oder sonst was leisten. Gut. Ja, dicke Brücken bauen, aber keine Tanke. Ja, der Hammer, oder? Das siehst mal echt. Köln halt. So, die nächste fahren wir dann rechts ab. Okay, dann jetzt nochmal kurz rechts fahren. Rechts halten, bevor die Ausfahrt kommt. Dann beenden wir nämlich kurz. So, dann schauen wir mal auf den Kilometerstand. Ja, die 11.000 sind drüber. 11.267 Kilometer. Hätte ich den Unfall nicht gehabt, hätten wir, circa 100 mehr. So, das heißt, 2 Cent Strafe gehabt. Gut, das war die Folge 39. Ja, super, genial. Und ja, wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dann. Tschüss.